Hallo und herzlich willkommen bei Inseldenker und herzlich willkommen zu meinem 100 Abonnenten Special. Habe ich gedacht, feiere ich mit einem Q&A, FAQ, wie auch immer man das nennt, Fragen- und Antwortspiel. Und ich habe natürlich auf Instagram, Twitter und so weiter gefragt nach Fragen. Jetzt habe ich natürlich nur 100 Abonnenten, insofern sind nicht ganz so viele zusammengekommen. Da habe ich gedacht, egal, ich klaue mir einfach ein paar bei berühmten YouTubern dazu. Was mich vor allem freut, ist, dass über 10.000 Views schon auf meinen Videos sind. Erstmal eine tolle Zahl, freue mich darüber. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und natürlich fürs Abonnieren. Jetzt aber zum Q&A, Fragen und Antworten. Ein paar Fragen habe ich natürlich doch bekommen, zum Beispiel hier von Justin88442. Der fragt, was hast du 2017 noch Großes vor? Das ist eine gute Frage. 2017 habe ich tatsächlich einiges vor, denn ich werde dieses Jahr 50 im September. Da mache ich ein großes Konzert. Wir machen Revivals von alten Bands. Ich möchte am liebsten auch noch ein neues Album rausbringen. Da bin ich mit einem jungen Musiker in Berlin zugange. Hallo Arman, wenn du mich hörst. Und ich werde ein Buch veröffentlichen. Das kommt am 7. September raus über die Kunst des Feierns. Das ist ja das Thema, mit dem ich hauptsächlich beruflich unterwegs bin. Ich berate Firmen zu Veranstaltungen, Jubiläumsfeiern und so weiter. Ja, das ist noch eine ganze Menge, was ich dieses Jahr vorhabe, oder? Ja, und die gute Lilly fragt mich, davon abgesehen, dass du schon so vieles gemacht und realisiert hast in deinem Leben, die kennt mich, hast du noch sowas wie Aufregung oder Lampenfieber vor einem Dreh, einem Take, einem Interview oder einer Show? Lampenfieber, naja, also ich muss gestehen, ich hatte immer viel Angst vor dem Auftreten und bin irgendwann mal darauf gekommen, dass es eigentlich so ist, dass die Leute eigentlich nur wollen, dass ich Spaß habe und dass ich mich freue, dann freuen die sich nämlich auch. Und das geht am einfachsten, indem ich mich darauf konzentriere, was ich für schöne Sachen dabei habe. Ich habe ein Lied geübt, ich habe mir eine kluge Frage ausgedacht, wo ich weiß, der andere wird lachen, oder ich habe ein Foto gemacht, was ihn überraschen wird. Und wenn ich mich darauf konzentriere und auf die Freude, die entsteht, dann habe ich überhaupt keine Zeit mehr, Angst oder Lampenfieber zu haben. Das ist vielleicht eigentlich der Witz. Das finde ich eine echt interessante Frage von Nils Feldmann. Der fragt mich, gibt es ein verbindendes Element, außer dass alle Gesprächspartner erfolgreich sind? Soll Inseldenker ein Synonym für zum Beispiel unkonventionell denkende Menschen sein? Ja, ist eine schlaue Frage. Vielleicht dazu ein kleiner Hintergrund. Inseldenker, diese Reihe gibt es ja, weil es vorher eine Bühnen- und Fernsehshow gab auf der Insel Mainau, die es auch nächstes Jahr wieder geben soll. Und wir haben immer prominente Menschen eingeladen, die, ja, ich sag mal, auf jeden Fall Erfolge oder Früchte haben, die man sehen kann, die was wollen, sagen wir mal Schauspieler oder Musiker, die einfach nur berühmt sind, weil sie halt irgendwie gut schauspielen können oder schön singen und deswegen kennt die jeder, die interessieren mich nicht so sehr, sondern mich interessieren Menschen, die dann wenigstens darüber hinaus noch ihren Beitrag für diese Gesellschaft leisten wollen, wie zum Beispiel der Andreas Hoppe, der Tatortkommissar, der sich dann auch noch in Kanada um die Wälder kümmert oder um die Bären. Oder natürlich Götz Werner, der nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, sondern auch noch diese Idee des Grundeinkommens verfolgt. Und so gibt es ganz viele Beispiele. Natürlich viele Leute aus dem Nachhaltigkeitsbereich, Klaus Hipp, ein Pionier der Babynahrung, Bio-Babynahrung. So gibt es viele Beispiele aus den früheren Shows und ich versuche eben jetzt auch hier bei den Gästen, die ich hier auswähle, ja, besondere Köpfe mit einer Relevanz für die Gesellschaft zu finden. Reef to Rich fragt mich, welche Person, tot oder lebendig, würden Sie gerne einmal für einen intensiven Gedankenaustausch treffen? Ja, tatsächlich, ich glaube, das wäre der Dalai Lama oder Eckhart Tolle. Die beiden würden mich mal sehr interessieren. Und jetzt habe ich mir noch von ein paar großen YouTubern ein paar Fragen aus deren Q&As geklaut. Und fangen wir mal an mit Le Floyd. Hattest du mal oder hat du ein Idol für YouTube oder auch allgemein? Ja, ein Idol. Vorbilder im Leben hatte ich immer. Ich hatte immer Leute, die ich toll fand in dem Bereich. Ich finde, man sollte immer jemanden haben, den man irgendwie nacheifern kann, wenn auch nur in einem bestimmten Bereich. Ja, bei mir war das zum Beispiel mal ganz früher Sepp Maier. Sepp Maier war Bundesliga-Torwart bei Bayern München natürlich und in der Nationalmannschaft, wurde 1974 Weltmeister als Nationalkeeper. Was ich an dem toll fand, war, dass er einerseits ein Profisportler war, aber immer noch so viel Humor hatte. Also obwohl es da ja um viel Geld ging, Gewinnen, WM, Bundesliga. Und er konnte trotzdem immer Witze machen. Das hat mir damals sehr an ihm gefallen. Leonard Bernstein war ein großes Vorbild von mir, weil er zum Beispiel gesagt hat, U-Musik, E-Musik, also Klassik oder Pop oder Jazz. Es gibt einfach nur gute Musik oder schlechte Musik. Und er hat ja auch wirklich fantastische, unterhaltsame Klassik geschrieben.
sowas ist was, was mir immer Spaß macht, wenn Leute ja, nicht einseitig sind, sondern über den Tellerrand hinausschauen. Oder zum Beispiel jetzt Sir Simon Rattle, der immer noch Dirigent von den Berliner Philharmonikern. Das sind für mich faszinierende Menschen, die strahlen Freude und Begeisterung aus und sind nicht arrogant und sind trotzdem erfolgreich und prominent. Solche Leute mag ich sehr gerne. So, und zuletzt noch eine Frage, die Casey Neistat gestellt wurde. What makes you proud of yourself? Finde ich ganz interessant, weil oft ist man fast blind für die Sachen, die man besonders gut kann. Und insofern ist es auch bei mir so, dass die Sachen oder etwas, auf was ich stolz bin, ist eher etwas, was mich Überwindung kostet. Ich mag Gewohnheiten, ich mag Dinge, die regelmäßig sind, die immer wiederkehren. Also insofern macht es mich stolz, wenn es mir immer mal wieder gelingt, Dinge anders zu machen oder was neu anzufangen, wie den Inseldenker-Kanal oder einen frischen Blick auf die Sachen zu nehmen, meine Meinung zu ändern, einen Sport anzufangen, lebendig zu bleiben. Das ist letztendlich das, was mich am Ende stolz macht an mir selbst. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein 100 Abonnenten-Special Questions and Answers mit geklauten Fragen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr ein Abo da lasst. Einen Daumen nach oben natürlich, aber auf jeden Fall ein Abo. Abo nicht vergessen, ja. Und was es noch zu sehen gibt auf meinem Kanal, seht ihr gleich in der Endcard. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.